Hallo liebe Naturfotofreunde, schön, dass ihr wieder bei diesem Video dabei seid und heute geht es eigentlich um mein Kernthema, das hier auf YouTube eigentlich ein bisschen zu kurz kommt, nämlich die Vogelfotografie. Es geht darum, wie man seine Bilder von fliegenden Vögeln gut hinbekommt und scharf hinbekommt. Wenn du das schon mal gemacht hast, du weißt, das ist gar nicht so einfach und ich habe mich schon über viele Jahre daran versucht. Und auch dazu, wenn du tiefer einsteigen willst, direkt als Tipp zum Anfang, ein komplettes E-Book geschrieben, das eben den Titel trägt, Fliegende Vögel fotografieren. Schau da gerne mal unter dem Video in die Beschreibung, das kostet überhaupt gar nichts, das schenke ich dir. 40 Seiten Praxistipps, wenn du da eben nochmal wirklich vertieft einsteigen willst. Und ein paar Tipps aus diesem Buch gibt es direkt in diesem Video für dich, direkt zum Umsetzen für deine eigene Fotografie. Und eben der quasi längere Extended-Kurs, den gibt es im E-Book, also schau da gerne mal rein, wenn das Thema dich interessiert. So, jetzt legen wir mal los. 5 Tipps, wie du deine Bilder von fliegenden Vögeln richtig gut hinbekommst. Der erste Tipp ist, du musst ballern. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du ganz viele Bilder in Serie fotografieren musst, denn du weißt es ja selber, ein fliegender Vogel, der sitzt eben nicht still, dass man eben in Ruhe anfokussieren kann und anvisieren kann und eben genau ein Bild macht und das dann scharf ist, sondern der Vogel fliegt eben kreuz und quer über den Himmel, bewegt sich sehr schnell, sehr ruckartig, ändert oft seine Position und da wirst du eben mit einer einzelnen Auslösung wahrscheinlich nicht hinkommen. Da wird es eher Zufall oder Glück sein, dass das Bild, wenn du wirklich nur einmal drauf tippst, wirklich scharf ist. Deswegen musst du hier mit Serienaufnahmen arbeiten. Stelle also an deiner Kamera die schnellstmögliche Serienbildrate ein, die deine Kamera zu bieten hat und feuer eben ab, was das Zeug hält. Ein weiterer Tipp dazu, wie man da seinen kamerainternen Zwischenspeicher nicht überlastet, der kommt später übrigens noch in diesem Video. Aber an der Stelle ist einfach nur mal gesagt, Serienbild ist Trumpf und ja, du wirst dabei ziemlich viel Ausschuss produzieren und wahrscheinlich 90-95% der Bilder am Schluss wieder wegschmeißen können. Das ist aber in dem Fall einfach normal, weil eben der Moment, wo der Vogel eben wirklich schön perfekt seine Flügel hat und der noch in die Kamera guckt, eben sehr selten ist und auch sehr schnell vorbeigeht, dann musst du einfach auf Masse gehen, viel produzieren und eben rausballern. Das ist so mein Begriff für Serienaufnahmen. Der zweite Tipp ist, nicht statisch stehen bleiben, sondern ein bisschen dynamisch mitbewegen mit deinem Vogel. Wenn der Vogel zum Beispiel jetzt von links oben hier so einen Bogen nach rechts unten fliegt, was ich gezeigt habe, war jetzt nicht ganz korrekt mit oben unten, aber du weißt, was ich meine. Der fliegt jetzt hier so einen Bogen und du stehst quasi da mit deiner Kamera, ja, so, schaust ihm hinterher und wenn er dann rechts oben ist, reißt du hoch und ballerst ab. Da kann ein gutes Bild rauskommen, aber viel wahrscheinlicher, dass es wirklich gut wird, ist, wenn du eben die Flugbahn einfach mitverfolgst und auch deinen Körper mitdrehst. Ja? Der Vogel fliegt quasi so eine Flugbahn. Das heißt, du gehst auch entsprechend mit deiner Kamera mit und kannst entweder während der Zeit immer wieder drücken oder eben am Schluss drücken. Aber einfach ein bisschen mitschwingen und ein bisschen in die Knie gehen, ein bisschen mitbewegen. Man kommt sich vielleicht ein bisschen doof dabei vor, vor allem wenn man das in einem Zimmer hier vor laufender Kamera für euch auf YouTube macht. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nicht starr dastehen und wenn eben da oben die Action passiert, die Kamera hochreißen und eventuell noch verzerren, sondern einfach immer ein bisschen mitschwingen und mitgehen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ihr auch richtig gute Treffer landet. Als drittes will ich mal auf die Frage eingehen, welchen Kameramodus nutze ich denn für Flugbilder zu fotografieren? Für mich ist es dabei wichtig und für dich wahrscheinlich auch, dass du eben nicht permanent irgendwie deine Belichtung nachregeln musst. Also eben nicht andauernd Knöpfe drücken und nachjustieren musst, sondern dass du eben wirklich dich auf das Abballern, wie ich immer sage, also auf das Auslösen, auf das Tracken fokussieren kannst und eben, dass deine Finger eigentlich nicht viel machen müssen, außer wirklich nur den Auslöser drücken und eben den Fokusknopf, wenn du beides getrennt hast. Und da stellt sich eben die Frage, macht man das im Zeitvorwahlmodus oder macht man das im Blendenvorwahlmodus oder in der Programmautomatik oder in der Vollautomatik oder vollmanuell? Wie macht man es denn am besten? Da gibt es verschiedene Meinungen und Wege, da gibt es kein Universalrezept. Was ich für mich persönlich als das Beste und Effizienteste herausgefunden habe, und das ist der Tipp, den ich dir jetzt hier geben will, ist folgendes. Ich fotografiere meine Flugbilder im vollmanuellen Modus meiner Kamera, also im M-Modus, so heißt das bei den meisten Kameras. Und dabei lasse ich aber die ISO-Automatik mitlaufen. Das heißt, Verschlusszeit ist fix eingestellt, Blende ist fix eingestellt und die ISO läuft auf Automatik mit. Warum ist das so gut? Naja, ich muss eben so gut wie nie meine Belichtung korrigieren und wenn, kann ich das eben einfach über die Verschlusszeit machen. Die habe ich jetzt bei mir hier oben auf dem Rad und sonst muss ich nichts viel machen. Ich habe quasi meine Blende fix eingestellt, die berühre ich während dem ganzen Shoot überhaupt nicht.
habe meine Verschlusszeit fix eingestellt. Wenn sich eben die Lichtsituation ändert, kann ich das entsprechend ein bisschen nachjustieren, wenn ich will. Aber auch da mache ich meistens nicht viel. Und dadurch, dass ich eben die ISO-Automatik drin habe, habe ich eben den Vorteil, dass wenn eben zum Beispiel mal eine Wolke vor die Sonne zieht oder wenn ich irgendwie mal einen anderen Hintergrund habe, ja, ich wechsle zum Beispiel vom Himmel irgendwie auf von einem Baum oder so, wenn der Vogel eben in die Richtung fliegt, dass ich da eben die ISO-Automatik noch drin habe, die eben dann die entsprechende Belichtung nachjustiert und automatisch nachregelt. Und dadurch habe ich eben quasi immer ein korrekt belichtetes Bild oder nahezu fast immer und muss eben maximal wenig Knöpfe drücken, nämlich eigentlich so gut wie gar keine. In keinem anderen Modus kann man so komfortabel Flugbilder machen, deswegen meine Empfehlung, probier das mal aus. Die meisten halbwegs modernen Kameras können das, dass sie quasi im manuellen Modus eben nicht 100% manuell arbeiten, sondern eben quasi über die ISO-Automatik noch eine Automatik quasi zuschalten, die eben in diesem Fall sehr sinnvoll und sehr pragmatisch ist. Als nächstes will ich noch mal ein paar Worte verlieren und dir vielleicht mal eine Anregung geben, was die Streulichtblende von deiner Kamera bzw. von deinem Objektiv angeht. Du siehst bei dem, was ich hier zu Demonstrationszwecken liegen habe, da ist überhaupt keine Streulichtblende drauf. Und die meisten Leute haben die einfach immer pauschal drauf und denken überhaupt nicht drüber nach, ob das vielleicht in manchen Situationen überhaupt notwendig ist. Natürlich ist diese Streulichtblende sinnvoll, das weißt du wahrscheinlich selber, die schützt vor Regen zum Beispiel, wenn du eben im Regen fotografierst, die schützt natürlich vor seitlich einfallendem Licht, das eben unschöne und ungewollte Reflexe auf der Linse hervorruft. Und die kann durchaus mal schützen, wenn du eben in einem richtig zahlreichen Vogelschwarm unterwegs bist, vor dem einen oder anderen Haufen, der da vielleicht vom Himmel runterfällt und vielleicht auf deine Linse kommt. Aber in vielen Situationen hast du eben keinen Regen, vielleicht auch kein störendes Seitenlicht und wahrscheinlich auch keine Dinge, die da vielleicht irgendwie auf deine Linse fallen. Das heißt, die Schutzfunktion von deiner Streulichtblende, die brauchst du oft gar nicht. Und dann ist einfach meine Anregung, überleg mal, wenn du in der Situation bist und denkst, okay, ich habe das Ding zwar drauf, aber eigentlich brauche ich es gar nicht wirklich, lass es doch einfach mal weg. Denn dadurch sparst du wiederum ein klein bisschen Gewicht, du sparst wiederum einiges an Windwiderstand, wenn es ein bisschen windiger ist. Und gerade bei Teleobjektiven, die man ja hier in der Regel benutzt, weil du machst ja kein solches Bild mit einem Weitwinkel, hast du hier eine entsprechend schwere Linse in der Hand. Und da ist natürlich jedes bisschen Gewicht, was man einspart, jedes bisschen Windwiderstand, was man einspart, ist dann natürlich Gold wert. Und von daher überleg dir mal, ob du deine Streulichtblende wirklich brauchst. Und wenn nicht, lass sie einfach weg, spart wiederum ein bisschen an Windwiderstand und Gewicht ein. Und auch das kann dazu beitragen, dass deine Flugbilder ein bisschen besser werden. Mit dem letzten Tipp will ich den Bogen schließen zum ersten Tipp. Ich habe ja da schon angekündigt, dass zum Thema Serienbildaufnahme noch ein weiterer Hinweis kommt. Und der kommt jetzt. Ich will dir nämlich empfehlen, dass du, wenn du Serienbilder machst, nicht einfach nonstop den Finger auf dem Auslöser lässt und einfach so lange durchballerst, bis es nicht mehr geht. Denn irgendwann wird es nicht mehr gehen, denn deine Kamera kann ja nicht unendlich Bilder zwischenspeichern, sondern der Zwischenspeicher oder auch auf Englisch Buffer genannt, deiner Kamera, der ist natürlich begrenzt. Je nach Modell passen da mehr oder weniger Megabyte, demzufolge auch Bilder rein. Und du wirst wahrscheinlich merken, gerade wenn du vielleicht eine Kamera von einem etwas älteren Baujahr hast, dass du, wenn du nonstop durchballerst im Serienbildmodus, dass das irgendwann langsamer wird. Und irgendwann stockt die Kamera und macht für einige Sekunden, teilweise auch Minuten, gar nichts mehr. Woran liegt das? Naja, die Kamera braucht eben einfach eine gewisse Zeit, um eben die Bilder, die alle in ihrem Zwischenspeicher geparkt wurden, wo ganz, ganz viele reingeballert wurden, erstmal auf die Speicherkarte rüberzuschieben und dann quasi den Zwischenspeicher wieder mit neuen Bildern befüllen zu können. Wenn du eine sehr moderne und hochpreisige Kamera hast, wird es vielleicht nicht so sehr ins Gewicht fallen. Die Zwischenspeicher sind inzwischen so groß, die Speicherkarten so schnell, dass du wirklich nahezu durchballern kannst. Aber grundsätzlich empfehle ich dir eben nicht, die ganze Zeit nonstop durchzuballern, wenn da ein Vogel unterwegs ist, sondern eben immer mal 4, 5, 6 Reihenaufnahmen abzuschießen, kurz zu warten, wieder 4, 5, 6 Aufnahmen abzuschießen, kurz zu warten, wieder 4, 5, 6 abzuschießen und so weiter. Und dadurch entlastet ihr einerseits euren Zwischenspeicher, geratet nicht in die blöde Situation, dass die Kamera irgendwann mal stockt und ihr macht zwar viele Bilder und habt viele Chancen, dass ein gutes Bild dabei ist, aber ihr macht eben auch nicht unmenschlich viele, weil keiner hat Bock, irgendwie nach einer halben Stunde Shooting irgendwie 3000 Bilder durchzuselektieren. Also, das ist quasi mein letzter Tipp zu diesem Thema und ich hoffe, dass deine Bilder von fliegenden Vögeln mit den Tipps aus diesem Video
einigermaßen gut werden, nicht nur einigermaßen, sondern richtig geil werden. Und wie gesagt, wenn du noch mehr Tipps haben willst, dann klapp mal die Beschreibung auf unter dem Video. Hol dir mein gratis E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Da kriegst du noch mal ganz viele Tipps on top zu diesem Thema. Und ansonsten lade ich dich ein, dir meine weiteren Videos auf diesem Kanal anzuschauen. Da gibt es auch einiges noch rund um dieses Thema Vögel fotografieren, wo du noch ein bisschen Know-how tanken kannst, wenn du das möchtest. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du auch mal auf meinem Instagram-Profil reinschaust. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, wir sehen uns wieder auf dem Kanal. Von daher sage ich wie immer, peace out und ciao und bis zum nächsten Video und viel Spaß bei deinen Birdies.